Ich hatte ja in dem Video gestern erwähnt, dass ich auf jeden Fall dieses Quartal noch bei Stampin' Up bleibe und dass ich ein paar Sachen bestellt habe. Und tada, heute sind sie schon gekommen. Ich habe es schon mal aufgeschnitten. Mal den Papierkram so weg. Das einmal erstmal an die Seite. Das zeige ich später. So, als allererstes, was ich auf jeden Fall noch haben wollte, waren sämtliche Stempelkissen, Farben, die ich noch nicht hatte. Und zwar war das einmal hier dieses komplette Set mit den ganzen Pastellfarben. Die habe ich alle noch nicht gehabt. Und da habe ich mir einmal das komplette Set bestellt. Oder hatte ich eine Farbe schon? Ich weiß es nicht genau. Ich mache gerade mal auf, dann gucke ich durch, dann weiß ich es nämlich wieder, ob da was dabei war, was ich schon hatte oder nicht. Festgemacht. So, dann gucken wir einmal durch. Ich nehme das mal gerade hier an die Seite. Habe ich ein bisschen mehr Platz. Und zwar haben wir hier einmal Kirschblüte, Babyblau, und Babyblau habe ich schon. Dann Calypso, das habe ich noch nicht. Heideblüte, das habe ich auch nicht. Oder? Doch, Heideblüte habe ich auch schon. Kann auch an die Seite. Minzmakrone habe ich auch. Das habe ich damals bei der Onstage mir ausgesucht. Also drei, die ich auf jeden Fall schon habe. Dann habe ich hier Aquamarin. Das habe ich noch nicht. Blütenrosa habe ich auch nicht. Ich habe nur Puderrosa. Farngrün hatte ich auch noch nicht. Lindgrün, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die Farbe habe ich auch schon. Mal kurz da unten gucken. Ich glaube, die habe ich schon. Da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Und dann hier Safrangelb. Also das habe ich auf jeden Fall auch noch nicht. Ja, war doch ein paar mehr, die ich schon hatte, als ich gedacht habe. Wobei bei dem Lindgrün, doch, Lindgrün habe ich auch. Also die habe ich alle doppelt. Und da gucke ich mal, ich habe ja gesagt, bei einer bestimmten Abozahl werde ich ein Verlosungspaket machen und vielleicht wandern die damit rein, mal schauen. So, dann hatte ich noch ein paar einzelne, wo ich von Set schon welche hatte, aber eben diese, die ich jetzt hier in der Hand habe, die hatte ich dann eben noch nicht. Und die habe ich mir jetzt einzeln einmal nachbestellt. Eigentlich ist es ja immer günstiger, dieses ganze Packen zu kaufen. Das ist ja dann immer ein komplettes Farbpaket quasi für 10 Euro. Quatsch, für 10 Euro. Da sind 10 Stempelkissen drin und kosten dann statt 90 Euro 81 Euro. Und ja, wenn ich jetzt aber die meisten davon schon habe, dann bringt es mir nichts, dieses ganze Paket nochmal zu kaufen. Deswegen habe ich mir die einzeln nachgekauft. Und zwar haben wir hier Kürbisgelb. Kommt man damit hin. Dann Himbeerrot, das habe ich nämlich auch noch nicht. Und Terrakotta, das ist eine super Farbe. Also ich liebe die Farbe Terrakotta. Ich hoffe, dass die auch so ist, wie ich sie im Kopf habe. Dann Chili, das ist so ein rotbraun. Ja. Und Gartengrün. Und zum Schluss Currygelb. Und damit habe ich jetzt fast alle Farben, die es momentan von Stampin' Up gibt. Und ja, wie gesagt, eben ein paar, die doppelt sind. Ja, und dann ist ja die Celebration. Und da ich für meinen Einkauf hier etwa 140 Euro war der Warenwert jetzt etwa. Und ab 60 Euro kann man sich ja was aussuchen. Und ab 120 dann eben zwei Teile oder ein großes. Und ich habe zwei Teile genommen, und zwar einmal dieses Stempelset hier. Versüß dir deinen Ehrentag. Hier steckt Liebe drin und süße Grüße. Und ich fand diesen Muffin einfach so niedlich. Ich habe da ganz süße Sachen schon mitgesehen, wo diese Eisform hier oben oder das Topping, wo das häufiger verwendet wurde, so ein bisschen versetzt gestempelt. Und dann sah das fast aus wie so ein Eis. Wisst ihr, dieses Softeis, also total süß, muss nicht unbedingt nur ein Muffin sein, könnte auch ein Softeis sein.
Ja, und die kleinen Sachen, ja gut, das ist jetzt ne, Streusel und so ein bisschen Dekokrams, okay, aber die Sprüche bis auf den hier, ja, der ist schon eher zum Geburtstag, aber die beiden Sachen kann man eben auch mal schön zu Weihnachten oder was weiß ich wann benutzen. Also es ist ja nicht unbedingt nur Geburtstag, fand ich eigentlich ganz süß. So, und hier habe ich eins und da ist einmal schön, dass du da bist. Dann Frühlingsduft liegt in der Luft, frohe Ostern. Du bist herzlich eingeladen. Wenn es mal nicht läuft, streu Glitzer drauf. Mega schön. Kleiner Wunscherfüller und wirkt gegen Stress, Nervennahrung schnell und zuverlässig. Also so für Kleinigkeiten, die man eben mal so gemacht hat, finde ich, sind diese Sprüche alle sehr schön. Ja, Ostern kommt ja auch jedes Jahr wieder, deswegen finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Man kann ja auch das Ostern unten abkleben und dann einfach nur Frühling liegt in der Luft. Und dann eben für die ganze Frühlingszeit und dann vielleicht mit einem anderen Spruch kombinieren. Ne? Ist ja auch nicht verkehrt, ja. Also die beiden habe ich mir ausgesucht. Ja, Celebration ist immer eine tolle Sache, wenn man sich dann kostenlos noch on top Sachen dazu aussuchen kann. Das kann es für mich gar nicht oft genug geben. Also ich bin da immer. Deswegen, es musste einfach auch sein. Also erstens, weil ich die ganzen Farben noch haben wollte. Und zum Zweiten auch wegen den Celebration-Sachen. Das musste jetzt einfach sein, dass ich mir da nochmal was bestelle. Das ging jetzt auch nicht anders. Genau, ja, ein paar Sachen gibt es noch, die ich gerne noch haben möchte von Stampin' Up. Und die werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal bestellen. Ja, und dann schaue ich mal weiter. Also wenn dann nicht so Mega-Aktionen kommen, wo so ganz tolle Sachen sind, wo ich sage, okay, das muss ich unbedingt haben, ich mache es trotzdem weiter. Also das ist halt doch so ein Fragezeichen momentan mit dem Stampin' Up, ob ich es weitermache oder nicht. Da schaue ich mal. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis bald.